Hallo ihr beiden. Wie sah denn eure Ausbildung zu Schulsanitätern aus und vor allem, wieso seid ihr beim Schulsanitätsdienst? Also ich bin bei dem Schulsanitätsdienst, weil ich gerne Leuten helfen möchte, die meine Hilfe benötigen. Die Ausbildung hat 4 Samstage gedauert, insgesamt 48 Stunden. Und sie war sehr langfristig, also es hat einen schon ein wenig abgenervt. Aber es war eigentlich schon sehr cool, mit anderen Mädchen, also auch aus meiner Klasse, das zu machen. Und war ganz toll. Okay, also der alltägliche Tag bei den Schulsanitätern ist halt so, wir haben meistens in den Pausen Sanitätsdienst, einmal in der Woche, dann gehen wir in den Sanitätsraum, ziehen unsere Westen an, damit uns auch jeder erkennt. Dann gucken wir, ob alles aufgeräumt ist, tragen uns in der Liste ein, dass wir auch da waren, dass wir uns meistens hin und frühstücken halt, wenn jemand, keiner da ist. Und wenn jemand kommt, dann fragen wir halt, was passiert ist, ob wir ihm irgendwie helfen können oder welche Hilfe er jetzt lieber hätte. Je nachdem sagen wir, jetzt hat sich jemand geschnitten, dann kriegt er ein Pflaster, wenn er eins haben möchte. Manche Kinder haben auch da, möchten kein Pflaster haben. Und ja, dann trösten wir halt noch. Ja. Ihr seid 13 Jahre alt. Was ist, wenn eine 15-jährige Schülerin kommt und sagt, Mensch, die Kleinen, die haben doch gar keine Ahnung, und wieder weggeht? Nee, die lassen sich eigentlich auch immer helfen, weil sie ja die Hilfe benötigen. Und da wir eigentlich immer wissen, was wir machen sollten, bleiben sie auch da und lassen sich helfen und wissen auch, dass wir denen helfen. Es gibt zwar welche, die dann denken, sie können alles besser als wir und sagen, nein, die Wärmflasche macht man so und so. Aber mit denen kommt man auch irgendwie klar. Erzählt mir doch mal von eurem spannendsten Fall. Das war hier in der Turnhalle. Es hatten eine Klasse Sport. Und ein Mädchen ist irgendwie über eine Bank gestolpert und hat sich den Arm gebrochen. Also da waren wir beide selbst nicht dabei. Das waren andere Sannis von uns. Und die haben das Mädchen dann erstmal in den Sani-Raum, haben geguckt, was mit ihrem Arm ist, haben dann festgestellt, dass er gebrochen war. Dann kam der Krankenwagen und dann kam das Kind erstmal ins Krankenhaus und ja. Ja, oder halt das Mädchen hier gegen die Wand gerannt in der Turnhalle, hat sich den kleinen Fußzeh gebrochen. Also haben wir halt auch erstmal gekühlt und dann irgendwann so gemerkt, dass er gebrochen ist. Bericht ausgefüllt und dann. Was sagen denn eure Schulkameraden dazu, dass ihr im Schulsanitätsdienst seid? Sind die der Meinung, dass ihr Streber seid, die nur gute Noten haben wollen? Oder finden die das klasse, dass ihr euch um eure Mitschüler kümmert? Es beruht auf Beidseitigkeit. Also manche sagen, sie finden es gut, dass ihnen geholfen wird oder auch anderen Leuten. Manche sind so ein bisschen neidisch, weil wir halt die Pausen immer im Warmen sind, wenn es Winter ist oder so, weil wir dürfen halt den Sanidienst da sitzen. Und dann sind die halt ein bisschen eifersüchtig und würden dann auch manchmal lieber Sani machen, aber wollen sich nicht den Aufwand machen, anderen Kindern dann zu helfen oder jeden zweiten Donnerstag länger in der Schule zu bleiben. Braucht man den Schulsanitätsdienst überhaupt? Ja, würde ich schon sagen, weil es kommt schon sehr oft vor, also recht oft vor in der Pause, dass kleine Kinder kommen und sagen, sie haben einen Splitter im Finger oder haben sich an einem Blatt geschnitten und brauchen ein Pflaster. Und da, wenn kein Sanitätsdienst gäbe, wäre es schon doof, weil sie wüssten dann nicht, wohin mit dem Blut oder sonst was mit den Schmerzen. Ihr macht es beide richtig gerne, oder? Ja, sehr gerne.